Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Götterdämmerung. Hier sind ein paar Banditen, die ein volles Pfund aufs Maul haben wollen. Ich mach dich fertig! Okay, jetzt habe ich aus Versehen zwei angelockt, aber zwei schaffen wir wohl, oder? Bleib stehen! Vor allem... Okay, warte mal. Jetzt kommen sie alle, verdammt. Ich hoffe, nur einer schafft jetzt zu mir rüber. Das ist jetzt ein bisschen doof. Vielleicht auch erstmal was essen. Mist. Mist! Okay, gleich sind wir tot. Nein! Scheiße! Okay, ein bisschen mehr Abstand. Bisschen mehr Abstand zu denen gewinnen und dann können wir das nochmal versuchen. Jetzt wirst du was erleben. Einen nach dem anderen. Aber das war doch Okara hier, oder nicht? Was machen die hier? Warum sind Banditen hier? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Okay, den haben wir. So, kurz was snacken. Wie sind denn das hier? Ich mach dich fertig. Jetzt wirst du bluten. Geht schon gut los. Bleib stehen. Ja. Mist. Der hat mich erwischt. Jetzt kommen sie alle. Wo bleibe ich hier wieder hängen? Alter. Ich verstecke mich mal hier. Jo. Schnell nochmal hier hin. Hier dürften die nicht rankommen an mich. Nochmal alles essen, was wir haben. Okay, jetzt haben wir die beiden schon mal. So. Schwerer Bandit.
Okay, jetzt nochmal essen und speichern gleich. Krieg ich dich doch noch! So, okay, jetzt soll der herkommen. Ach so, ist ein leichter. So, und hatte ich hier nicht gerade noch irgendwie... Da. Wolfskraut. So, wie viele gibt's denn hier noch? Drei sehe ich. Krieg ich dich doch noch. Oh, sind doch mehr. Alter. Alter, der mit seinem Speer. Der geht mir auf den Senkel. Ich hoffe, hier kommt er nicht ran. So, warte mal. Vielleicht einen Heiltrank eher nehmen. So, dann haben wir jetzt alle. Dann sind sie jetzt alle erledigt. So, Schwert. Schwerer Bandit. Der hat Dietrich und Heiltränke. Holzschild. Rostiges Schwert. Warte, da lag noch einer. Hat Reis. So, den haben wir schon. Dann ist hier nur noch der eine übrig, der hier liegt. So. Mit seinem Bogen. Aber warum sind hier jetzt Banditen? Da liegt nichts auf dem Tisch. Zu schwer. Alles zu schwer. Nichts können wir hier. So, aber jetzt müssen wir Okara richtig nochmal finden. Wenn wir jetzt nach Süden gehen, wird die Richtung sein. War das nicht da oben? Hinterm Berg, ja. Beziehungsweise oben auf dem Berg. Ich gucke mal, ob ich vielleicht hochspringen kann. Ah, okay, das wird ein bisschen schwieriger. So. Dann sind wir schon mal hier oben. Ich speichere noch einmal. Kara war ja schließlich das, was am schwersten zu finden war. Da ist es. Vor allem hier oben war ja auch so ein Netz.
Okay, wo war nochmal der Eingang nach Okara? Wer ist das? Der schon wieder. Ich bin hier, um dir die Gelegenheit zu zeigen, dich gegen das Böse zu entscheiden. Ich spreche nicht vom Hier und Jetzt, sondern von deiner Zukunft. Und schon ist er wieder weg. Und da ist ein Teleportstein. Der mystische Fremde ist schon wieder da. Oh, wir haben gespeichert. Okay, egal. Jetzt speichern wir noch einmal. Ach, hier sind ein paar Gobbos. Nochmal was futtern. Venus will ich jetzt gerade nicht anbeten. Abgebrochen. Warte mal, ich habe da gerade kurz was... Ja. Was höre ich denn da? Was? Oh, Schwarockmeister. Warte. Stehen bleiben, Mara. Okay, den haben wir. Was für Meister, Kuschagaschmeister. Jetzt müssen wir wieder was essen. Da kriegt ihn jemand aus dem Maul. Ich hoffe, Da bist du ja wieder. Komm her! Nein, nicht auf die Bank. Den da ausplündern. Nochmal speichern. Und schnell, bevor der stirbt. Hör auf, Baltus anzuvisieren. Kahn? Versteht sich doch von selbst. Hör zu, Mario. Taurus ist auf der Suche nach Drachenknochen. Ich muss den Grund dafür wissen. Er sucht nicht nach Drachenknochen. Wie kommst du denn da drauf? Drachenknochen sind nutzlos. Stirbt ein Drache, stirbt auch die Magie in ihm. Dann muss Taurus nach etwas anderem suchen. Warum hat Kahn dich geschlagen? Er wollte mich dazu bringen, dass ich mich Taurus anschließe. Hat er gesagt, wozu er dich braucht? Nein. Kahn war nicht gerade sehr redselig. Zum Glück war ich rechtzeitig hier. Das musstest du sein. Ich hatte dich schon erwartet. Was? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Du wirst viele Dinge, auf die du noch stößt, nicht verstehen. Halte dich aber nicht so lange mit diesen Dingen auf. Beschäftige dich stattdessen mit den Entscheidungen, die du zu treffen hast. Es war dein Schicksal, hierher zu kommen. Aber es lag an dir, mich zu retten oder auch nicht. Geh jetzt.
Du hast noch viel zu tun und viele Entscheidungen zu treffen. Okay. Krushagash 1. Khan. Ordensschwert. Ist sogar gesegnet. Großwaffen 2, aber ich nehme mal mit. Die Wasserpfeife will ich nicht. Ich will das hier. Kann ich nicht? Okay, da. Ah, weil der da dran wollte, oder wie? Hier steht was über Alchemie. Hier steht was über Alchemie. Wow. Hier steht was über Alchemie. Seltsames Metall. Haben wir jetzt die drei Teile? Roba versteckte sich in einer Höhle. Doch das Biest spürte ihn auf. Und Roba griff hinter sich und dort war ein Schwert. Er nahm es und tötete das Biest mit einem Hieb. Okay. Was sind das eigentlich für Steine? Können wir die auch lesen? Und was lernen? Tatsächlich. Hier steht nichts Neues. Wow. Das kenne ich schon. Echt jetzt? Aber das Schwert war von Feuer umgeben. Und Innos war mit ihm. Und Innos sprach zu Roba: Steig hinab von den Bergen und besiege meine Feinde. Und Roba führte Krieg gegen die Orks. Und Innos Zorn fuhr auf sie herab. Und Roba war siegreich. Als seine Feinde besiegt waren, sprach Innos zu ihm: Hier sollst du dein Reich gründen. Und Roba tat es. Ich wünschte mehr von solchen Texten tatsächlich. Auch wenn es um Alchemie oder anderes ging. Ach, die Gobos. Jetzt benutzt das Schild! Alter, zu doof, um Schild zu benutzen, wirklich. So. Noch irgendwas hier? Das nehmen wir alles mal mit. So, ich fress mal ein bisschen gebackene Fleischwanze. Speichern. Da steht nichts Neues. Da steht was über Alchemie. Ah, doch nicht. Okay. Kriegen wir das auf? Oh, ja. Ein Permanent-Trank. Warte mal, lag da auch eins? Nö. So, hier haben wir noch eine Truhe. Warte mal, hier ist eine Nagelkeule und ein Schinken. Und ein Schnaps. Und noch ein Schinken, noch ein Schnaps. Noch etwas Brot. Aber eine Nagelkeule, warum haben die Gobos mich nicht mit der Nagelkeule angegriffen? Okay, ziehen wir ein bisschen Eisen hier raus. So. 10 Eisenerz geschürft. Okay, Truhe. Nehmen wir alles mit.
So, gibt's hier sonst noch was? Einen seltsamen Pilz. Ich sammle die jetzt mal nicht. Ist das Meisterschwert? Klingenschaden 105. Bonusland Meister, der hat zwei Klingen. Uninteressant. Okay, warte mal. Tötet die Deserteure. Der Meistbietende erhält den Trank. Die Rüstungsteile des geheimnisvollen Fremden. Ein geheimnisvoller Fremder sprach mich vor Geldern an. Ich soll drei Rüstungsteile für ihn suchen. Das heißt, er soll in einer Höhle hier in der Nähe sein. Weil er weiß, wo ich... So, aber... Ich spreche nicht von hier und jetzt, sondern in deiner Zukunft. So, ich bin hier, um dir die Gelegenheit zu zeigen, dich gegen das Böse zu entscheiden. Aber warte mal, was ist jetzt meine aktuelle Aufgabe? Hier ist nichts, hier ist nichts. Der Maisbietende erhält den Trank. Muss ich damit auch noch zu, Torus gehen, oder... die Deserteure töten? Informationen für die Diebesgilde. Hubertus' Frau will in Faring einkaufen. Nimm dich der Spaßvögel an. Ich gehe mal von aus, dass ich zurück nach Gotha muss. Hier ist noch ein rostiges Schwert, noch ein Knüppel. Und noch ein Knüppel. So. Dann ist aber Khan jetzt hinüber. Nee. So, aber wir müssten jetzt auch mal wieder was brutzeln. So. 48 haben wir. Okay. Jetzt sind wir bei 136 Fleisch. Kann ich hier was schmieden? Ein Runenschwert. Einmal Blitzschlag. Einmal Eislanze. Einmal Feuerball. Und dreimal Erzrohling. Goldwert 30.000. Mir fehlt die nötige Erfahrung. Erzwaffen schmieden. Ah, okay. Das fehlt mir. Nein. Die Truhe fehlt uns noch. Nehmen wir alles mit. So, wo ist der mysteriöse Fremde jetzt hin? Und es wird wieder dunkel. Natürlich. Was denn auch sonst? Ich speichere vielleicht noch einmal. Dann muss ich jetzt einen Weg wieder zurück nach Gotha finden. Nee, muss ich nicht. Hier. Ist doch viel angenehmer, wenn es nicht hängen bleibt. So. Errol? Ich mag Errol immer noch nicht. Go on. Der von Khan entführte Magier, den ihr erwähnt habt, ist in Sicherheit. Der von Khan entführte Magier, den ihr erwähnt habt, ist in Sicherheit. Sehr gut. Khan ist tot und der Magier in Sicherheit. Es gibt nichts, das ihr mir im Moment noch sagen könntet. Pass auf, ich bin zurückgekommen, um Mirtana zu vereinen. Pass auf, ich bin zurückgekommen, um Mirtana zu vereinen. Wieso das? Nun, ich habe Blut vergossen, um Mirtana vom Einfluss der Götter zu befreien. Ich habe gekämpft, damit die Leute die Chance auf ein neues, friedliches Mirtana haben. Aber haben sie sie genutzt? Ist Mirtana wirklich friedlicher als vorher? Ich verstehe schon, was du meinst. Ich will Mirtana vereinen und dazu brauche ich deine Hilfe. Aber klar!
Bei Inos, lass uns sofort loslegen. Obwohl, warte mal. Ich kann dir doch nicht gleich helfen. Wieso nicht? Ich muss erst die Sache mit Taurus klären. Ich habe alle meine Männer in den Kampf gegen ihn geworfen. Und um was geht es bei der Sache mit Taurus? Er führt irgendwas im Schilde. Ich will sicherstellen, dass er und die Orks uns nicht überrumpeln. Und was genau hat er vor? Ich weiß nicht. Er hat seine Truppen verstärkt und einige Magier angeheuert. Ich kenne Taurus und ich weiß, dass das nichts Gutes bedeuten kann. Klingt ernst. Wenn wir ein paar mehr Truppen hätten, könnten wir gezielt gegen Taurus vorgehen. Und wo sollen wir die hernehmen? Von Lee. Lee. Wenn uns seine Leute unterstützen, könnte ich dir ein paar Männer geben. Okay, na gut, dann werde ich mal mit Lee reden. Beeil dich, sonst sind nachher keine Orks mehr für dich übrig. Ich werde bald zurück sein. Okay, das ist ein Spruch, das klingt auf jeden Fall nach Gorn. Wenn keine Orks mehr übrig bleiben. So, aber Gorn, ich benutze mal dein Bett, ja? Ist es dunkel? So. Und wir müssen aber auch noch mal zu dem einen komischen Magier gehen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Und eigentlich hier Vanguard möchte ja, dass wir die Deserteure töten. Will es die Deserteure töten als Belohnung, hat er mir einen Haufen Gold versprochen. Die Deserteure befinden sich in einer Höhle unter dem Küstendorf Kapdun. Aber die einzigen Deserteure, die ich bisher gesehen hatte, sind die Orks. Da zwischen Kapdun und Montera. Und das sind Ork-Deserteure. Ich gehe erstmal diese Tränke da. Die Sache da mit den Tränken mal klären. So, nochmal ein Energy Drink und losrennen. Was kann denn schon groß passieren? Das ist aber wirklich nur der, die da hinten sind, was früher mal von Banditen irgendwie versperrt waren, sage ich jetzt mal so. Die den Namen dieser Türe haben. Muss ich die töten? Ich weiß es nicht. Ich will es gleich mal ausprobieren. Ich speichere vorher auf jeden Fall. Ah ja, und mit dem einen... ich glaube, da hinten bei dem Bauernhof war das. Hier, da ist der komische. Lass mich in Ruhe. Okay, ich muss wahrscheinlich zuerst Taurus das Ding da geben, anbieten und dann gucken, was er sagt. Aber Khan ist jetzt tot. Ist er hier nicht mehr vorhanden? Ich find's nur doof, dass ich jetzt nicht den finalen Schlag gemacht hatte bei Khan. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Nö, hier gibt's keinen Khan mehr. Aber hier gibt es auch keinen Dingens Teleportstein. Oder? Was kann denn schon? Vielleicht da unten? Das nehmen wir mal mit. So wie das hier. Was ist das?
Okay, nur ein wertvoller Ring. Amulett des Eisschutzes. Okay, dann würde ich einmal kurz nach Treles. Kara Treles. Mich porten. So. Vielleicht nochmal kurz speichern. Hallo Torus, ich habe hier einen Trank, durch den man sich in einen Dämon verwandelt. Hallo Torus, ich habe hier einen Trank, durch den man sich in einen Dämon verwandelt. Interessant. Wer hat den Trank hergestellt? Also ein Magier. Hab noch nie von ihm gehört, aber er scheint etwas verrückt zu sein. Ach was? Wo lebt er denn? In einer Hütte bei Montera. Bist du verrückt? Ich kenne diesen Magier, der ist vollkommen irre und macht nur Schwierigkeiten. Aber das wird der letzte Trank sein, den er gebraut hat. Ich werde ihm meine Orks auf den Hals schicken. Ich werde dafür sorgen, dass er in ein paar Stunden tot ist. Okay, ich glaube, Rudolf ist schon auf dem Weg dahin. Was willst du? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Was, wenn ich jetzt dahin gehe? Muss ich ihn dann retten? Was ist das für ein Trank? Also, wenn der wirklich einen in einen Dämon verwandeln soll. Macht ein Morak großen Ärger, dann tötet ihn. Ich beeil mich mal, also. Gorn war da jetzt leichtgläubig, was das angeht. Und Torus, klar, ob Torus jetzt sympathisch ist oder nicht, aber ich glaube nicht, dass er uns in dem Fall anlügen würde, oder? Vielleicht wäre es besser, Gorn dann nicht den Trank zu geben? Ausgerechnet jetzt müssen die Viecher hier wieder sein. So, okay, Montera, da sind wir wieder. So. Bin ich jetzt zu früh oder zu spät? Okay, er lebt noch. So, dann sag ich ihm mal. Hallo. Ich arbeite schon an einem neuen Trank. Er wird keinerlei Wirkung haben. Dir ist echt nicht mehr zu helfen. Bis dann. Okay, ist abgeschlossen. Töte die Deserteure. Okay, dann. Dann schaue ich mir mal die Deserteure da hinten an. Ob das die vielleicht sind, die wir erledigen müssen. Aber warum dann Orks? Es sind ja die da oben, die hier Deserteure heißen.
Sonst habe ich hier nirgendwo welche gefunden, die Deserteure heißen. Oder verstehe ich was nicht gerade? Ich würde gerne wissen, verstehe ich was gerade falsch? Hier, das sind die einzigen, die Deserteure heißen. Deserteur. Und Deserteur. Dann bleibt dir nur eine Wahl. Die Hand, die sie füttert, die Faust, die sie... Hey! Auseinander! Da! 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 Echt jetzt? Das ist so beschissen gerade hier gegen die zu kämpfen. Stehen bleiben, Mann. Nee. So, nochmal was futtern. Aber ich werde hier jetzt erstmal noch nicht speichern. Da bist du ja wieder. Komm her. Da bist du ja wieder. Komm her. Au. Echt jetzt? Treff die gar nicht? Ich lade nochmal neu. Vielleicht muss ich, ich mache das so. Ich lock mal einen nach dem anderen an. Und dann... Ich lock erstmal nur den da an. Okay, das wird wohl so nix. Stehen bleiben, Mora. Machen wir erstmal nur den. Den schon mal? Was sind das wirklich die? Hör mal was voran. Da! Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich die sind, die ich die erledigt haben muss. Für Gotha. Und wer hat da Herr Ork? Da bist du ja wieder. Komm her. Dum-dum-dum. Mist. So. Oder werden die später noch wichtig? Da bist
bist du ja wieder. Komm. Ah! Oh. 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 Ich weiß jetzt nicht, ob sie später noch wichtig werden. Ich lade nochmal neu. Die sind's nicht, die gemeint sind. Aber welche dann? Es war jetzt kein Questerfolg oder so, also Questfortschritt gemacht. Egal, haben wir etwas, das uns nach Dingens führt? Baring ist am nächsten nach Vanguard. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ich glaube, den kriege ich nicht. Zumindest nicht so schnell. Also die Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist, hatte ich hier bis jetzt irgendwie Entscheidungen treffen können? Und habe ich mich schon für irgendwas unbewusst entschieden? Abgesehen jetzt von der Sache da mit Errol da dieses Geld zu geben. Ich will jetzt nicht, dass die mich angreifen. Und selbst wenn, wäre die Questreihe vielleicht anders verlaufen, hätte ich mich dann dafür entschieden, die 50.000 Münzen da abzugeben, zu zahlen. Okay, wir sind jetzt in Vanguard. Wie viele Quests werden mir jetzt hier angedreht, um Zeit zu schinden? Also nur um mit Lee zu sprechen. Wie viele Empfehlungsschreiben muss ich Lee bringen? Einen Schritt weiter. Hallo, ich habe was Wichtiges mit Lee zu bereden und muss ihn unbedingt sehen. Hallo, ich habe was Wichtiges mit Lee zu bereden und muss ihn unbedingt sehen. Er hat im Moment genug damit zu tun, die Leute zu beruhigen. Was ist denn los? Was ist denn los? Hast du es noch nicht gehört? Seit 2 Wochen geht eine seltsame Krankheit um, die die Leute in Angst und Schrecken versetzt. Ich bin nicht von dir. Was ist das für eine Krankheit? Die Leute verfallen immer wieder kurze Zeit dem Wahnsinn. Eine wirklich üble Sache. Ja, allerdings. Vielleicht kann ich euch helfen. Weißt du sonst noch was über die Krankheit? Nein. Aber wir sind auf der Suche nach einem Mann, der vielleicht mehr wissen könnte. Wie heißt er? Wie heißt er? Mark. Er ist ein ehemaliger Soldat. Wenn du uns bei diesem Problem hilfst, wird dich Lee sicher gern empfangen. Spür Mark in Adea auf und finde heraus, ob er etwas über die Sache weiß. Okay, ich werde mit diesem Mark reden. Okay. Rede mit Mark über das Artefakt. Meine Zeit wird hier wirklich einfach nur verschwendet.
Na, zum Glück ist Adea nicht so weit von hier. So, aber wir haben jetzt eigentlich, wenn ich jetzt genau überlege, Silden und Geldern, das waren ja die ersten beiden Stationen. Dann war Treles und Montera. Dann von Montera war, ging es hier nach Treles, Gotha und Kapdun. Dann von Gotha zu Okara und jetzt auch Vanguard. Von Vanguard geht es jetzt wahrscheinlich nach Faring und Adea. So. Dann aber Redok und Nemora, die beiden fehlen noch. Irgendwas ist damit. So, aber ich glaube, wenn jetzt Vanguard, wir sind das, diese Höllenqualen hier schon fast durch. Und ich habe Angst davor, jetzt dann danach hier im Anschluss Arcania anzufangen. Speicher nochmal. Gut, dass wir gerade gespeichert haben. Echt jetzt? Kommt er an mich ran? Glaube nicht. Ich glaube, der kommt nicht an mich ran. Immer dieselbe Attacke. Es ist einfach nur so, man muss nur wissen, in welchem Rhythmus die zuschlagen, und dann kann man alle bekämpfen. Weil die immer denselben Rhythmus machen. Da ist schon der nächste. So, jetzt in Adea Mark finden und dann hoffentlich mit Lee reden, obwohl der wird nochmal 12.000 Sachen haben, um meine Zeit zu verschwenden. Wer will mich wo angreifen? Da? Gigobus? Alter, wie viele Gobos sind hier bitte? Ja. Oh. Ja.
Echt jetzt? Da! Da! Kleinen flinken Scheißer hier. Ja. Erstmal alles mitnehmen. Aber irgendwas hat mich hier immer noch im Visier. Das bringt nichts. So nicht. Kann ich mich hier verstecken? Nein. Nein. Wie während eines Kampfes? Was ist noch hinter mir her? Leckt mich doch. Nein. Was für ein Kampf? Das ist keine Kampfmusik gerade. Irgendwas will mich hier verarschen. Echt jetzt hier unten im Gobbus? Okay, das war keine gute Idee. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht so schnell hinterher. Jetzt wie sie den da. So. Ist das jetzt Ende mit denen? So, wir haben gespeichert. Komm, ich kümmere mich mal um die Wölfe. Jetzt dürfte von denen keiner mehr übrig sein. Und hier nochmal ein Herrscherkraut. Achso. Und noch was voran. So, Kronstöckel. Ich muss immer noch einen Salat draus machen. Noch einen schönen leckeren Dressing dazu. Ein paar Tomaten. Ich frag mich, wie viele Leute das eigentlich gerade triggert. Mark! Hey, Mark. Gib mir das Artefakt wieder, du verfluchter Sohn eines Orks. Was? Was? Das Artefakt. Das Artefakt. Das Artefakt. Wohl nicht dein Tag heute? Wohl nicht dein Tag heute. Lass mich. Verstehe. Was ist mit dem jetzt? Hat der? Nee, Benka. Rede mit Mark über das Artefakt. Hast du nichts zu tun? Lass mich in Ruhe. Kann mir irgendwer hier weiterhelfen, was Mark angeht? Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Niemand wird mich so oder so hier des Diebstahls bezichtigen. Lass mich in Ruhe. Wir waren gerade am Reden.
Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja klar, du hast gut reden. Du solltest mal nachdenken. Man muss eben auch. So, okay. Nehmen wir das hier auch nochmal mit. Aber am besten du hältst dich da raus. Da waren jetzt wieder zwei neue Leute mit Namen. Aber mit denen konnte ich jetzt nicht reden. Konz? So, 5000 Groschen hat er. Auch schlechter. So, 20.000 wäre das wert. Ordensschwert brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Außenschwert behalte ich mal. Herzreißer. Meisterschwert. Hier, die Schwerter kann ich ihm andrehen. Das hier könnte ich ihm andrehen. So, die Jagdbögen. Den. Das hier. Die Armbrüste sind ein bisschen zu wertvoll. Ich aber gehen. So. So, irgendwas, das noch 16 wert wäre, so um den Dreh. Okay, machen wir so. Goldausgleich. Noch ein Bürger. Was ist mit dem da? Hildur. Lass mich. So nicht. Ja. Okay, der hat mich beim Stehlen erwischt. Bleib stehen. Aber das war's dann auch. Ich ruhe mich ein wenig aus. So. Geh jetzt besser. Lass mich in Ruhe. Wir waren gerade am Reden. Gab's hier nicht auch noch irgendwie was? Oh, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.